wahrscheinlich so Kita. Ja. Oder Kinder. Und Jan hat alle anderen Kinder vertrieben. Ja. Dann war sie nur noch alleine. Good morning. Wir waren jetzt gerade schon beim Training und Eliana war dabei. Dort im Fitnessstudio gibt es nämlich auch eine Kinderbetreuung. Eliana ist in den Kindergarten. Also außer sie sind, die dann ihren ersten Rucksack trägt und dann zur Schule geht. Und so eine Schultüte bekommt. Eliana! Eliana, willst du in den Kindergarten? Nimm deinen Rucksack, geh in den Kindergarten. Eliana! Voll die süße Frisur. Ja. Wer hat sie gemacht? Dich. Oh, ich packe gerade Koffer. Genau, und gestern waren wir noch bei Zara. Haben uns noch ein paar Sachen geholt. Mann, ey, und das finde ich halt so hässlich an Seidenstoff. Guck mal, ich finde, es sieht aus, als hätte ich so einen krassen Unterbauch. Seht ihr das? So krass sieht er gar nicht aus. Aber Mama hat mir mal so eine Shapewear-Hose gegeben. Die ziehe ich mal an. Ja, okay, da ist immer noch ein ganz leichter Bauch mal. Und jetzt machen wir das Hochzeitsgeschenk. Und zwar haben wir dafür einen riesigen Traumfänger organisiert. Und da machen wir dann die Schmetterlinge das Geld dran. Ich hoffe, das sieht aus. Ich hoffe, das hebt. Ja. Normalerweise hat man ein bisschen was kleben, aber ich will nicht, dass die Scheine kleben. Nee. Deswegen versuche ich einfach fester zu binden. Ja. Ich finde es immer voll dumm, wenn man die Scheine... Also weißt du, mit Tesa zusammenklebt, weil ich auch. Weil es gibt auch so viele. Ja, es geht kaputt. Das ist ja nichts Geschenk. Ja, wir haben uns vor lange überlegt, was könnten wir den beiden schenken, aber ich glaube, auf Geld freuen sie sich am meisten. Diese geldgeilen Menschen. Aber das ganze Geld, was sie ausgegeben haben für die Hochzeit, so, muss ja irgendwie wieder reinkommen. Nee, aber so eine Hochzeit kostet ja auch was. Und genau. Patti hat schon alles, was sie braucht. Ja. Hast du schon erzählt, was wir heute machen? Nee, noch nicht. Heute steht nämlich ganz viel auf dem Plan. Und zwar dekorieren wir heute Paddy und Dennis' Wohnung. Die dekoriere ich nur zu Hause. Ja. Nicht nur in Location. Nein, genau. Und die sind jetzt losgefahren zur Hochzeitslocation. Das heißt, die Bude ist leer. Und wir haben jetzt organisiert, dass der Schlüssel irgendwie da bleibt, dass wir den abholen können. Und der ist jetzt bei den Eltern, deswegen holen wir den Schlüssel dann ab. Bevor wir losfahren, kommt noch eine von den Brautjungfern hierher. Dann können wir quasi die ganzen Sachen einladen, weil die sind echt viele Sachen. Und zwar hat uns Dekorami diese riesigen Kisten zugeschickt mit komplett Deko. Und das ist nicht nur Deko quasi zur Feier, dass sie geheiratet haben, sondern am nächsten Tag, also nach der Hochzeit, hat Dennis auch Geburtstag. Und deswegen dekorieren wir halt auch so ein bisschen so Happy Birthday und... Das, wenn die nach Hause kommen, können sie direkt feiern. Feiern, genau. Genau. Und dekorieren halt ihr Schlafzimmer halt so schön so just married und sowas. Genau. Ihr werdet es dann sehen. Wir haben für die beiden auch noch ein kleines Video zusammengeschnitten mit schönen Momenten und so. Ja, wir waren wirklich die ganzen letzten Wochen damit beschäftigt. Also wir waren deswegen auch voll, also wir hatten echt schlaflose Nächte, weil wir haben halt 10.000 Videos durchgeschaut von den beiden. Und das haben wir dann auch noch fertig geschnitten. Und das müssen wir auch, ich hoffe, an der Location, also ich weiß ja nicht, wie die Location aussieht oder wie es da aufgebaut ist. Und wir hoffen, dass wir irgendwie das Video abspielen können. Katrin hat einen Beamer und eine Leinwand organisiert. Also, und wir hoffen halt auch, dass wir irgendwie den Ton abspielen können. Also das müssen wir irgendwie noch abchecken. Und Katrin hält uns auch immer auf den Laufenden. Anna hat dann auch noch eine Rede geschrieben für uns alle. Die Rede werden wir, also vor dem Brautjungfern, vor dem Video. Vor dem Video sagen. Genau, also ist irgendwie schon ein bisschen nervös. Ja, also morgen bloggen wir auch. Ja, Anna hat mir den ersten Satz zugeteilt. Hallo liebe Gäste, wir bitten euch alle um eure Aufmerksamkeit. Würdest du es so sagen? Nein. Okay. Ich glaube, ich würde es eh so sagen. Hallo liebe Gäste. Ich hoffe halt nur, dass niemand seinen Einsatz verpasst. So, das ist dann so, wenn wir eure Beziehungen beschreiben würden. Nee, wir müssen uns nachher so nacheinander aufstellen, dass jeder das Mikro einfach weiterreicht. Ah, okay, ja. Macht Sinn. Macht Sinn, ja. Ja, wir machen jetzt nochmal das...
Geschenk fertig. Wir sind gerade Eis von Lisa gemacht. Das ist Mango. Mhm. Selber gemacht. Hat Mango püriert mit gezuckerter Kondensmilch. Ah, echt? Mhm. Und hat es dann in so Plastiktüten. Richtig Philippinen. Wassereis, ja. Wir haben uns jetzt gerade mit Katrin getroffen. Ah, Paddys Mom kommt auch. Sie hat uns die schlechten Nachrichten gesagt. Eigentlich sollten Paddy, also hat Paddy eigentlich um 16 Uhr einen Termin mit der Dekorateurin. Aber es ist jetzt 16 Uhr. Mit der Dekorateurin. Dekorateurin. Ja, jetzt ist 16 Uhr und sie ist noch nicht losgefahren, weil ihr fehlt noch eine Kette. Deswegen geht sie jetzt noch in die Stadt und holt noch eine Kette. Also es kann sein, dass sie erst um 18 Uhr losfährt. Und wir sind jetzt eigentlich schon vor ihrer Haustür so. Also wir besprechen jetzt, wie der Plan weitergeht. Paddy hat zu mir gesagt, das sind 10 Minuten. Oh Gott, was ist mit deiner Stimme los? Ja, ich bin krank. Oh nein. Also sie hat zu mir gesagt, ich kann jetzt demnächst kommen. In 10 Minuten können wir losfahren, dann sind die ready. Mhm. Genau. Okay. Achso, also sind jetzt doch dann... Okay, jetzt sind doch ready. Und die Frage ist jetzt halt, ob sie noch in die Stadt gehen und dann ihr was einfällt, dass sie noch irgendwas braucht. Weil ich habe zu ihr gesagt, pack alles ein, dass wir dann direkt von der Stadt schon mal zur Location fahren können. Ja. Ja. Aber das weiß ich halt nicht, ob sie jetzt meint, sie hat irgendwas vergessen zufällig. Und dann, so wie ihr Party kennt. Aber Anna hat zu mir gesagt, ich soll sagen, dass Papa und Mama, die haben ja einen Schlüssel, die könnte sie dann mitbringen nachträglich. Ja. Und wenn das dann klappt, dann muss ich sagen, wir können rein. Ja. Alter, es sind draußen 29 Grad und die läuft mit langen Hosen und Pullover rum. Ich arme. Jetzt ihre die krank angehört. Also wir waren jetzt noch bei Megas und haben uns was im Drive-Thru geholt, weil wir können nicht aus dem Auto raus, weil nämlich die Klima muss nämlich an sein für die Luftballons, die wir hinten haben. Und da sind die anderen. Oh, bitte. Wir haben einmal einen McWrap Chicken César. Ohne Tomaten. Ohne Tomaten. Ich esse keine Tomaten. Ich habe dazu noch eine Curly Fries, weil es gibt gerade Curly Fries. Die hat normalerweise gekauft, warum auch immer. Ja. Und dann noch. Wenn noch feststeht. Zu Curly Fries kommt ja immer Sour Cream mit Schnittlauch, aber ich bin jetzt ein Sour Cream Fan. Also schon, aber ich finde Tomate und Mayonnaise im Kombi ist besser. Ketchup und Mayo? Ja, für mich, warum? Nur ich habe gerade noch gesagt. Ich habe gerade im Food Hall noch gesagt, ich habe extra noch Mayo und Ketchup gekauft. Was brauchst du? Ich hätte jetzt eher die Mayo gegeben. Das ist natürlich ganz schlecht. Ja, weil ich hab auch noch am Sour Cream. Wenn du sie nicht brauchst. Sour Cream will ich nehmen. Guter Kompromiss. Okay, was hast du gekauft? Cheeseburger. Das ist richtig boring. Ich habe letztens wieder einen Cheeseburger gegessen, seit Ewigkeiten. Und der hat einfach so geil geschmeckt. Ich musste den wieder essen. Früher habe ich mich nur von Cheeseburger ernährt. Da hatte ich eine McRib-Zeit, da hatte ich eine Chicken Nugget-Zeit. Und dann hatte ich. Was war danach? Ich glaube, dann bin ich bei Chicken Nuggets hängen geblieben. Guck mal, wie gut das aussieht. Jeder hat seine Chicken Nugget-Zeit und bleibt bei der Chicken Nugget-Zeit hängen. Da sind sozusagen Chicken Nuggets drin. Geil. Was wir hätten machen sollen? Ja, ich weiß, wir hätten das bestellen sollen, was der Frau uns bestellt hat. Genau. Wer hat ein Video gemacht? Ich habe es letztens irgendwo gesehen. Voll viele. Das ist Sonny. Ein Trend. Ja. Oh nee. Ist auch so ein Trend wieder. Ja, es wäre voll cool gewesen, so als Challenge. Hätten wir das bestellt, was der vor uns bestellt hätte und dann uns überraschen lassen. Ja, wir hätten dann euer Genau. Alles Gleiche. Ja. Unser McFlurry wurde nicht geswirled. Jetzt müssen wir es selber swirlen. Ich nehme immer, also das ist meine Lieblingssorte, Pick-up mit Schoko und Karamellsoße. Also deine Lieblingssorte? Pick-up. Mit Schokosoße. Karamell. Ah. Übrigens, wir können losfahren. Mhm. Wir sind jetzt übrigens bei Paddy angekommen, haben alles Gott sei Dank heil im Auto transportieren können. Das hier ist leider ein bisschen, ja, es ist nicht kaputt gegangen, aber die Luft ist ein bisschen rausgegangen. Und hier haben wir die zwei riesigen Kartons mit der ganzen Deko drin. Also, wow. Wow, das ist echt heftig, was sich Dekorami da ausgesucht hat alles. Jetzt machen wir mal alles auf. Genau, das ist alles Geburtstagsdekoration.
Also hier sind Pompons dabei, Latexballons, dann diese Wabenbälle, genau, Wabenbälle sind dabei. Na, hier sind die. Dann diese, wow, ey, diese Laternen. Oh, nee, doch, das ist Laternen, nee, keine Ahnung. Ja, Lampignons, genau. Kanonen. Also richtig viel. Die Wabenbälle so geil. Wow. Ja, Wabenbälle heißt es. Ich wusste das auch nicht vorher. Weiß nicht, weil es ein bisschen aussieht wie Waben. Weißt du, diese. Die Kleinen für die Dekos für. Ja, genau. Die haben auch voll viel Auswahl. Also an Geschirr, Folienballons, ja, ist ein Online-Shop und die schicken das auch nach Hause. Ja, voll. Diese Lampignons ist eigentlich voll schade, alles zu benutzen. So, wir behalten einfach ein paar Sachen. Ja. Weil es ist so viel. Ja, es ist auch viel. Aber wir haben ja auch gesagt, also wir haben immer alles. Ja. Wir können für den nächsten Geburtstag noch alles aufheben. Also Juli hat am Montag Geburtstag. Das hier. Ja. Ja. Ich muss bloß sagen, ob es mittig ist. So. Ja, so. Das Arsch ist verkrüppelt. Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen Luft rausgegangen. So sieht bisher das Schlafzimmer aus. Also ich glaube, noch mehr Dekoration geht gar nicht. Also es sieht so, so schön aus. Den Folienballon-Schriftzug haben wir ausgetauscht gegen das hier, weil ich fand, das hat irgendwie besser harmoniert mit ihrer schönen Boho-Deko hier. Dann die Ballons haben wir an allen möglichen Dingen festgebunden, so dass sie auf unterschiedlicher Höhe sind, weil ich finde es irgendwie richtig schön. Hier haben wir ein paar Pompons verteilt und diesen Love-Schriftzug. Und gleich werden wir, glaube ich, noch ein paar Ballons einfach hier auf dem Boden verteilen. Und hier muss auch noch was hin. Haben wir jetzt soweit schon alles dekoriert. Und da Dennis direkt am nächsten Tag, also einen Tag nach der Hochzeit, Geburtstag hat, haben wir hier eine Geburtstagsdekoration. Sieht richtig schön aus und sogar schon den Tisch gedeckt. Er wird 28. hier werden jetzt noch die letzten Ballons aufgeblasen und die verteilen wir dann auf dem Boden. So sieht die Eingangstür aus. Kat legt hier gerade schon Rosenblätter aus Stoff. Eigentlich hätten wir noch so diese batteriebetriebenen Kerzen. Ja. Und zwar führen die quasi direkt ins Schlafzimmer. So als kleine Besonderheit, wenn die reinkommen. Also ich hoffe, die checken es, dass die Rosenblätter zum Schlafzimmer führen. Und hier sieht es so aus. Richtig schön. Also ich würde sagen, das ist uns mega gelungen. Okay, warte, ich muss nachschauen. Das ist so scheiße. Oh mein Gott! Nee. So Mädels, ich glaube, wir haben es erfolgreich gemeistert. Okay, und jetzt müssen wir uns ganz schnell fertig machen und zur Location fahren. Genau, und dann unser Girls Night verbringen. Ja, bis später. Haben wir alles reingekriegt? Ja. Gut. Wir sind fertig mit unserem Geschenk. Und zwar haben wir diesen Traumfänger und haben Geld. Genau. Selbst gehäkelt. Hat Janne ganz alleine gemacht. Und wir haben dann das Geld nur noch dran gehängt. Ja, danke nochmal. Mein Geschenk sind die Arbeitsstunden. Ja. Die
Das hat Spaß mit Chapstick gemacht. Also keine Anfragen, bitte. Nee, also den haben wir besorgt. Und hier... Und hier haben wir noch eine Karte dran gehängt, damit ihr auch Bescheid weiß, von wem das alles ist und bei wem sie sich bedanken kann. Genau, und das packen wir jetzt noch in Folie ein und dann können wir eigentlich los. Wir sind jetzt in Maggis, haben einen kleinen Zwischenstopp eingelegt und essen jetzt noch zu Abend. Wir sind jetzt nämlich schon auf dem Weg zur Location und sind richtig spät dran, weil wir noch so viele Sachen vorbereiten mussten. Und Paddy ist auch noch nicht da, also können wir chillen. Paddy ist noch nicht da? Ach, krass. Oh, okay. Gut. Chillig. Ich hasse öffentliche Toiletten, weil die nie... Die haben immer diese Handdüsen, ja, wo ja nichts kommt. Also, wir haben eben festgestellt, Yannick liebt Hoteltoiletten, ja, hasst Toiletten, ja, die an der Tanke oder irgendwo, genau, sind. Genau, Hoteltoiletten sind richtig geil. Oh. Weil du hast ein komplett neues Badezimmer sozusagen. Und jeder schon drauf. Und ja, aber du weißt, wie schön das sauber gemacht wird, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, kennst du diese Hoteltests, wo ja das dann so rauskommt, ja, dass es so richtig eklig ist? Ja. Aber wie gesagt, mein Standard ist ein kalt. Hast du ja, okay. Okay. Da hat okay nichts schief gehen. Das neue Papierbaguette. Ja, dann machst du so. Ja, dann. Machst du drauf. Was war das? Wir sind so nah beieinander, gell? Ja. Kannst du nicht rutschen, Schwarz? Mann, kannst du eins rutschen? Du bist ein großes Mädchen. Du hast... Gehst einfach weg von mir. So, jetzt ist so eine... Nein! Forever together, never apart. Maybe by distance, but never by heart. Okay. Ah, nee, man kann sein, da muss ja weg. Wir Bettchen bald. Steckt die Rechnung. Ja. Der Mann zahlt. Eliana, komm. Wie funktioniert das? Eliana, du weißt schon, dass man nicht auf dem Tisch krabbelt. Da hinten? Eliana nicht als seine Tochter, sondern als seine Freundin. Die darf sowas noch nicht, ne? Doch, doch, du kannst sowas geben. Heiß. Guck. So klein. So darf die größer. Ja, ich weiß nicht, Entschuldigung, ich will nicht geizig sein. Ich muss nicht viel. Heiß. So ein Krümel, den sie so ablecken kann vom Finger. Ich dachte, die nehmen da. Muss ich jetzt heiß. Ach, du Katz hat dir gestern noch Cola gegeben. Ist dann Anna immer gesagt, hast du gerade schon eine Cola? Das war Cola Light. Cola Light, also ohne Koffein. Alles okay. Cola Light ist ein Baby. Ja, also Katz hat da auch so in ihrer... Babyflasche Cola drin. Morgen gibt's noch mit 20%. Also sie ist so, als ob sie nicht schmeckt. Ich hab auch schon mit 1 Cola getrunken. Eliana, schmeckt dir das? Ja, dann frag ich mal, warum deine Zähne so... Mama, yum, yum. Wenn das raus, guck mal. Okay. Ich weiß, so, heiß, guck, ich dachte heiß, ich so... Oh. Heiß? Nee, das ist nicht heiß. Ich hab extra gefühlt, das ist nicht heiß. Talent. Probieren wir auch nochmal. Yummy. Nom, nom. Lecker? Außen geht's auch. Lecker? Und alle denken sich so, Anna, wie kannst du deine Tochter auf dem Tisch sitzen lassen? Was sind das für Manieren, Eliana? Den Finger von, ne, machst du dann mit 18 auch. Komm runter, Eliana. So und lässt den dagegen schnallen. Ja. Eliana, guck mal, mach mal so. Mach mal so, Eliana. Mach mal. Guck mal, wenn ich das mache, wenn ich es ganz locker lasse, dann. Guck mal, Eliana kann es auch. Mama? Eliana? Wie denkst du so, oh mein Gott? Wenn du ganz locker lässt, gell? Ja, aber... Ah ne, wenn ich so mache, passiert bei mir gar nichts, weil damit sind die angespannt. Aua, das tut voll weh. Njam, 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 njam. Ja! Vielen Dank. Hi! Hallo, dankeschön. Oh mein Gott, ey. Ich bin jetzt wieder zurück im Hotelzimmer und waren jetzt gerade noch drüben bei Paddy im Hotel und haben sie moralisch unterstützt und bestärkt für ihren großen Tag morgen, beziehungsweise für Dennis und Paddys großen Tag. Man erwähnt irgendwie immer nur die Braut. Also von unserer Seite aus zumindest, weil wir die Freundinnen sind. Aber für Dennis ist es natürlich auch ein großer Tag. Haben noch die letzten Vorbereitungen auch mit dir gebastelt. Also so auf den Last Minute morgen müssen auch noch ein paar Sachen aufgebaut werden. Also... Ich bin echt mega gespannt. Die Location ist einfach ein Traum. Also ich habe es ja schon gesehen. Und ich habe irgendwie so viele Pickel bekommen. Natürlich perfektes Timing für morgen.
Ich wollte eigentlich auch noch mein Damenbad entfernen ein bisschen, aber hab's dann voll vergessen. Vor lauter Stress. Ja, ich glaube, so schlimm sieht's nicht aus, wohl. Egal. Ich bin ja nicht die Hauptperson morgen. Ja, ich mache mich jetzt fertig und dann gehe ich auch ins Bett. Ileana schläft schon. Meine Mom ist ja hier. Zum Glück war sie dabei, weil... Also ich wüsste echt nicht, was ich ohne meine Mom machen würde. Sie ist einfach immer für mich da und unterstützt mich gerade in solchen Situationen. Also eigentlich ist sie immer für mich da, also in jeder Situation. Aber es ist natürlich sehr praktisch, wenn man immer jemanden hat, weil Juli musste heute ja noch arbeiten. Also die kommen erst alle morgen. Genau, ich sage dann mal Tschüss und ja, bis zum nächsten Mal. Bye!